Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Let's Play Path of Exile. Und ich habe das letzte Mal bin ich leider etwas gestorben. Aber das Schöne ist, ich habe auch mit einem anderen Charakter, wie man sieht, etwas weitergespielt. Und habe mir mal was anderes geholt, weil das Schwert ist nicht so das Nonplusultra, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir das schöner vorgestellt. So, Sweep, Shield Charge. Shield Charge können wir sowieso nicht machen. Ich tue hier mal den Sweep rein, weil der ja gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt hat man hier noch Cleave, Heavy Strike. Den Heavy Strike. Ah ja, das kann ich euch mal zeigen. Wenn ihr wollt, dass ihr quasi hier was anderes macht mit dieser Taste, dann klickt ihr einmal mit Linksklick drauf und könnt euch dann was aussuchen. Hier zum Beispiel den Cleave drauflegen und bei dem Cleave können wir jetzt den Sweep drauflegen. Na, jetzt ist hier unten natürlich noch der Sweep und da können wir dann den Infernal Blow, haben wir schon, das war der Heavy Strike, ne? Molten Shell, Move Only, nee. Ja, kann man das dann da drauflegen? Ist ganz praktisch. Achso, was haben wir denn eigentlich? Ah ja, wir hatten so eine schöne Rüstung gefunden, das war noch das. Gut, was ich auch rausgefunden habe, ist natürlich... Der Ground Slam ist gar nicht mal so schlecht. Da kann ich hier eigentlich irgendwelche Quests holen und da habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich ablegen muss. Naja, ein bisschen was habe ich noch im Inventar, was ich vielleicht mal ablegen muss. Ja, wie man sieht, ich hatte ein wenig weiter gespielt schon mit einem anderen Charakter allerdings. Wir sind immer noch auf Level 12 und werden jetzt mal versuchen, diese blöden Ziegenmenschen ein für alle Mal in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Und ich wünsche uns dabei, meine Freunde, viel Erfolg. The Prisoner's Gate. Remember to use Flask 1 to 5 on the keyboard. Ja. Sollte man sich auf jeden Fall dran halten, die Mana-Flaschen auch wirklich zu benutzen. So, jetzt gucken wir mal, wie sieht das aus? Okay. Ach, und den können wir gar nicht anwenden. Da kann ich das... Warum kann ich den eigentlich nicht anwenden? Gleich mal gucken. Was war das? Der Cleave. Ach, das war nur für Äxte, glaube ich, ne? Heavy Strike. Sweep, das, den braucht man. Heavy Strike, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Molten Shell. Ach, hier waren die drin. Infernal Blow und Cleave. Swing the weapon, both weapon in an arc twice a time. Does damage to other. Only works with axes and swords. Okay, also das ist nur für Äxte und Schwerter. Den Shield Charge, das ist nur für Schilde. Hier haben wir zum Beispiel ein Schild. Da können wir hier noch den Shield Charge in unser zweites Equipment mit reinbauen. Den Ring brauchen wir jetzt nicht wirklich. Hätte ich vorhin verkaufen können. Was auch mal wichtig ist, dass wenn je mehr blaue oder gelbe Gegenstände man verkauft dem Händler, desto bessere Orbs bekommt man quasi. Kann man später mal probieren. Ich habe ein paar gelbe Sachen gesammelt, die ich eigentlich nicht brauche, die ich dann höchstens für andere Charaktere verwenden würde. Ich habe mich auch ein bisschen verskillt letztens, das habe ich ja schon mal erzählt, als ich ein wenig auf den Skill-Tree eingegangen bin. Ich wollte eigentlich woanders lang gehen, aber gut, jetzt bin ich einmal so lang gegangen, jetzt müssen wir das Ding auch durchziehen. Ah, ich brenne. Diese blöden Füchse hier. So, wenn die nämlich sterben, dann explodieren die in so einem Feuerball. Das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesehen. Was haben wir denn hier? Medium Mana Flask, Chain Belt, Energy Shield. Ja, wir haben ein Energieschild, aber. Weiß nicht. Tribal Maul. Ah, die sind gut. Also, wenn die verzaubert sind und gute Sachen haben. Also, man sieht. Also, der hat ja auch zwei Sockel. Das heißt, wir könnten mal versuchen, aus so einem vielleicht eine bessere verzauberte Waffe oder so zu machen. Wenn wir Glück haben, wird vielleicht sogar ein rarer Gegenstand draus. Wenn wir Pech haben, nur ein blauer.
aber das hat nicht unbedingt immer erstmal was zu sagen. Also blaue Gegenstände können auch relativ gut sein. Und man sieht auch, ich bin nicht so sehr auf Leben gegangen das letzte Mal, als ich hier geskillt habe. Das ist das, wo ich mich verskillt habe. Deswegen kriege ich hier auch immer kräftig aufs Maul und bin auch das letzte Mal gestorben. Ich spiele ja nicht auf Hardcore. Für Hardcore-Charaktere wäre das jetzt schlecht, weil die dann in die nächste Liga runtergestuft worden wären, also in die Default League, also sozusagen in die normale Liga. So, jetzt kriegt er aber mal eins auf die Gusche hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Raw Trash. Na, der Raw wird gleich zum Trash. So, was hat er noch verloren? Köcher. Und so ein Stab. Stab ist gut für Templer, glaube ich, oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, ich habe noch keinen Templer gespielt. Muss mir mal in meine mittlere Taste wieder was reinlegen dann. Ich hoffe ja, wir kriegen so schnell wie möglich ein paar gute Erfahrungspunkte. Ja, genau, so ist gut. Was ich letztens übrigens auch festgestellt habe, was ich gefunden habe, war der Leap Slam. Und der Leap Slam ist sozusagen so eine Art Sprung, wie das die Ziegenmenschen hier machen. Damit kann man schön in die Gegner reinspringen und kann dann mit der Fähigkeit hier, mit dem Sweep, dann schön in die Runde nochmal hauen. Da fallen sie um wie die Fliegen. Das ist eine gute Kombination. Könnt ihr euch ja mal merken. Der Sweep und der Leap Slam kann man gut zusammen kombinieren. So, hier waren wir schon. Karte ist immer doof. Dass man dann immer nicht so genau sagen kann, wo man denn jetzt überall schon war. Oh, Scroll of Wisdom. Mit meinem anderen Charakter habe ich übrigens auch einen ganz coolen Hut und alles gefunden. Also, was heißt Hut, aber ja, Helm. Der mir erlaubt, bessere magische Gegenstände, oder ja, bessere magische Gegenstände und mehr magische Gegenstände zu finden. Also, den sollte ich mir vielleicht mal hierfür holen. Aber vielleicht finden wir ja auch noch sowas Cooles hier. Weil das habe ich, glaube ich, in dem Level, also in diesem Bereich, irgendwo abgegriffen. Da habe ich auch den Leap Slam gefunden, in diesem Level hier. Ja, jetzt ergebt euch eurem Schicksal. Das Schwert hatte zwar eine gute, sag ich mal, Durchschlagskraft an sich gehabt, aber leider konnte man damit nicht diese schönen AOE, also diese quasi Flächenschäden machen, die man dann ja hier durch dieses Sweep-Dings auch machen kann, weil da holt man ja richtig schön aus und verursacht gleich mal bei mehreren Gegnern dann den Schaden, anstatt bei einem. Ah, jetzt komme ich schon wieder in die Bretagne oder Bredouille. Ich glaube, die Bretagne ist was anderes. Die liegt wahrscheinlich irgendwo in Frankreich. Als Reiseverkehrskaufmann muss man sowas wissen. So. Heavy Belt. Oh ja, Heavy Belt ist nicht schlecht. Was haben wir hier für einen schönen... Energy Shield, Flask Charge Gen, Flask Mana. Na gut, so toll ist das jetzt nicht. Dann nehme ich lieber die Stärke mit dazu. Da haben wir gleich ein bisschen mehr Aua. Na, dann machen wir mehr Aua. Und dann sterben wir vielleicht auch nicht. Hier sitzt schon einer rum. Hallo, na? Entschuldigung. Ich stell dich nachher wieder so hin, wie du da saßt. Ah, Portal Scrolls. Auch in Bosskämpfen nicht zu unterschätzen. So, diesmal sieht es etwas besser aus wahrscheinlich hier. Also ich würde auch, glaube ich, nie Hardcore machen, während ich ein Let's Play aufnehme, weil da verzettel ich mich, glaube ich, eher. Da würde ich wahrscheinlich immer eher sterben. Von der Grafik her, ich habe eine neue Grafikkarte, sieht jetzt sogar schon ein kleines bisschen schicker aus als vorher. Finde ich schön.
Ist jetzt nicht um so vieles besser, wo man dann sagen muss, ja, jetzt hier, Hammer, Far Cry 3 und so. Aber sieht trotzdem schick aus. So, jetzt hau den um hier, den Kasper. Was haben wir hier? Blacksmith Wethstone. Wethstone. Was haben wir hier noch? Schwert, Schwert, Schwert. Axt, Axt, Axt. Mana-Flasche, das ist gut. Die kann man, Mana-Flaschen kann man verkaufen. Gegen Scrolls of Wisdom oder Teile für Scrolls of Wisdom, je nachdem, welche Qualität denn die Mana-Flasche denn hat. Ah, schön ausweichen, dass wir uns nicht treffen, weil dann ist man nämlich auch gestunt, wenn die hier... Hä? Grafikfehler? Wenn die treffen, dann wird man nämlich auch gestunt. Locken wir erstmal ein paar an. So, und dann hauen wir mal aus und dann gibt's einen auf die Mütze hier. Jawohl. And it burns, burns, burns. The Ring of Fire. So. Ring of Lightning. Thunder. Thunderstruck. Übrigens, Thunderstruck, ne? Wer so auf etwas rockigere Sachen steht, für PC kommt demnächst Brutal Legend raus. Oder ist schon draußen wahrscheinlich, wenn ich das Let's Play hier reinstelle. Machen wir auch ein Let's Play dazu, denn die Witze von Jack Black sollte man sich nicht entgehen lassen. Vor allen Dingen nicht mit Heavy Metal Musik und Ozzy Osbourne und anderen coolen Leuten der Metal-Generation. Haben wir schon mal so ein paar Videos dazu angeguckt. Gab's auch schon mal für die Konsole und kommt eben jetzt für den PC raus. Und wir haben sogar schon als einer der ersten die Beta des Multiplayers gespielt. Also, wenn ihr euch das mal angucken wollt, solltet ihr das mal tun. Ah! Jetzt geh weg. Ich brauche noch eine schöne Waffe, die richtig reinzwiebelt. Aber wie gesagt, kommt auch ein bisschen noch durch die falsche Skillverteilung, dass wir jetzt hier so ein bisschen am Sterben sind. Oder was heißt Sterben, aber halt nicht so eine gute Überlebenschance haben. Boah, ey. Diese, vor allen Dingen, kommen dann auch gleich mal 10 solche blauen Viecher, ne? Wenn man sie gerade gar nicht gebrauchen kann, weil da auch noch solche Ziegenmenschen in der Nähe sind. So, jetzt gibt's aber hier auf die Mütze für euch. Boah, Ekelviecher. Bam. Crude Bow. Na, wenigstens ist es blau. Hm, irgendwas Schönes dabei. Eine tolle Weste oder sowas. Nee. Nicht wirklich. Ja, durch das Töten von Gegnern füllen sich hier auch unten die Sachen wieder. Na, auf! Wie ihr das gerade so ein bisschen feststellen könnt, wenn ihr mal beobachtet. So. Wird es langsam wieder aufgefüllt, dann immer, wenn man den Gegner zu Moos verarbeitet. Der, eines der Hobbys hier in Rare Class, Gegner zu Moos verarbeiten. Na, jetzt ist aber mal gut hier. Ja, ich werde mir dann auf jeden Fall noch den Melee Damage und alles reinziehen, damit ich dann hier nicht solche Probleme bekomme. Und natürlich die Life Notes nicht vergessen. Also die Lebens... Was haben wir hier? Ein Mana-Amulett, oder? Ah, zur Intelligenz. Oh, das war keine Scroll of Wisdom, wie ich das gerade festgestellt habe. Aber da können wir ja mal kurz dann durchgehen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr rettet euch alleine dadurch, dass ihr ein Portal öffnet und hindurchschreitet, ihr könnt trotzdem sterben, während ihr durch das Portal geht, weil die Gegner teilweise immer noch auf euch einschlagen können. Achso, den will ich eigentlich behalten erstmal zum später verkaufen. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das Dingens hier. Inspiring Chain Belt, ja, alles schön und gut. So, die Mana Flask werdet ihr gleich sehen, wenn ich die hier reinziehe. Achso, sollte ich vielleicht lieber eine behalten, ne? Ja. Seht aber jetzt, wenn ich die mal zurückhole und wieder hier reinziehe, dann kriegen wir einen
Scroll Fragment, ne? Also ein Fragment einer Schriftrolle. Und das bedeutet natürlich, dass jede Flasche dann so ein Fragment abgibt. Und ja, mehr von unseren tollen Erfahrungsberichten und tollen Waffen seht ihr dann im nächsten Let's Play. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Noch ein kleines Stück. Mach dich rein! Es tut mir leid, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Oh! Das sah nicht gut aus.